Hi und hallo, willkommen zurück zu Sims 2. Wir sind ja mit unserer Sippe unterwegs. Oder beziehungsweise einen der Sipperiche. Und haben nicht mehr so viel Geld. Wir müssen noch eine Einrichtung kaufen. Das wird richtig, richtig eng. So, mal ein bisschen hier mal nach oben paulen. Paulen? Mal paulen. Weil ihr wisst ja, was da passiert. Aha. So, jetzt brauchen wir einen Kühlschrank. Ich stelle mal da rein. Ist noch grün. Jo, mal eine grüne Küche. So. Boah, ich muss das Spiel mir ein kleines bisschen langsam umzauern. So. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal eine Theke. 140 Ocken. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Jetzt brauchen wir erstmal. Oh, da sind wir noch ein bisschen Team aufgegangen. Oh. Warte, da muss ich jetzt kurz gucken. So, da sind wir wieder zurück. Ich musste gerade kurz Steam mal abschalten. Es gibt einen Zeiger. Zeiger, würde ich sagen. Ja, Zeiger. So, jetzt brauchen wir eine kleine Spüle. Und benötigen wir noch, als wir die Wände ein bisschen runter machen, wenn du wissen, wo ein Fenster ist. Einen Mülleimer. Kriegen wir das Mülleimer? Ja, das reicht. So, machen wir hinten eine kleine, klitzekleine Ess-Ecke, würde ich sagen. Ich mache aber eine richtig kleine Sitzecke. Mann, das sieht so nett aus, so einladend. So. Wir können ja leider nur erstmal solche Stühle kaufen, ja. Oh Gott, die sind pink. Die sind pink. Die Jewels, Besucherstuhl. Stühle. Ja, die Stühle. Berühmte Stühle. Oh Gott, ich brauche noch Licht. Oh Gott! Okay, 15, das ist okay. Dann machen wir hier auch gleich eine rein und da machen wir eine rein und hier machen wir zwei rein. Einen Flur, perfekt. So, dann brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Dekoration. Dekoration, ne? Nein, ich brauche noch das hier. So, das muss ich sauber machen. Mehr kann ich mir erstmal nicht leisten. Mehr kann ich mir erstmal nicht leisten. So, Telefon. Okay, dann kaufen wir das Telefon im Flur. So, ja, hier oben. Badezimmer ist ein bisschen riesig. Verdammt, wir wollten das hier jetzt im Badezimmer machen. Keine Sorge, ich hab alles im Griff. Die Spüle setzen wir mal dann hier zwischen. Hier kommt das Ding dran, der Mülleimer kommt hier rein, Brian. So, ja, die Küche ist ein bisschen unbelebt, weil Kartoffeln. Ja, schau hin. So, das machen wir jetzt wieder hier dran. So, na, das ist unbelebt, oh, sorry, aber ich kann mir echt zurzeit mehr nicht leisten. So, als nächstes fangen wir mit dem Badezimmer. Machen wir das nächste Badezimmer mal so. Machen wir hier auf komplette Raum. Wir brauchen ja schon mal eine Decke, das brauchen wir nicht. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen einen Waschbecken. Und eine ganz billige Dusche. Gott, wie billig das 100. Alter, Alter. Wir brauchen noch eine Toilette. Toilette und Tümmel. Das Badezimmer sieht so kacke aus. Voll zu groß. Da kommt hier noch keiner. Teppich da dran davon. Oh, weil die Toilette geht nicht umfallen. So, dann brauchen wir noch Spiegel. Wir haben keinen Spiegel. Wir haben einen Spiegel. Oh Gott, wird das schlimm. Das Zimmer, das Haus. Ja, könnt ihr seinerzeit mal nicht leisten. Uns fehlt es wirklich an allem. Ich versuche nachher ein bisschen Restgeld und ein bisschen Deko zu kaufen. So, machen wir jetzt erstmal das Schlafzimmer. Machen wir das Schlafzimmer. Erstmal ein Bett. Billiges Doppelbett und schlafen sind so unruhig, das ist gar nicht so. Oh Gott, das ist nicht symmetrisch. 20, okay, kann man mal machen. Brauchen wir noch einen großen Kleiderschrank. Idealerweise. Oh Gott, Kommode 120. Alter, wir sind fast arm. Was geht denn ab hier? Oh Gott. Und das.
Mischluger. Wir brauchen keine Mischluger. Spiegele. Ne, den Gesprung nehme ich nicht nochmal. Ach, guck den jetzt mal. So. Ja. Ich würde sagen, war da mal das Schlafzimmer. Wir sind echt arm. Wir können jetzt mal eine Blume leisten. Eine Blume kaufen wir jetzt. Wir brauchen ein bisschen Wohlfühlatmosphäre. Ja, reicht. Auch eine rein. Hier kommt auch eine ins Bad. Ja, reicht. Deko machen wir alles dann zum Schluss, wenn wir ein bisschen mehr Deko, Geld haben. Ein bisschen mehr Geld haben, kann ich auch ein bisschen mehr Deko reinpflanzen. Hier vorne kommt ein Teppich. Der natürlich nicht, der ist richtig schlecht. Also Bodenfliese. Das ist nicht mal ein Teppich, das ist eine Badematte. Ah, Küchenteppich. Fußmatte. Ja. Oh, das sieht natürlich ziemlich beschissen aus, aber das nehme ich. So. Wohnzimmer. Anfang brauchen wir. Am Anfang war die Couch. So, dann brauchen wir natürlich einen Fernseher. Muss ja ein bisschen in die Glotze gucken, mal. Muss ja ein bisschen sich so bilden. Computer brauchen wir erstmal nicht, können wir uns auch erstmal nicht leisten. So, na, so, das war schon das. Bücherregal brauchen wir. Ein Bücherregal, ja, stimmt. Ein Bücherregal haben wir. Ein Tisch. Auf alle Fälle noch ein kleiner Couchtisch. Wo auch ganz klein neckisch ist. Oh, passt. So, so. Machen wir das da. Ist weiter weg. So, dann räumen wir natürlich erstmal wieder ein bisschen mehr Blumen rein. Kann ich auch was Großes, reinstellen. So. Wenn wir dann halt mehr Geld haben, können wir auch mehr kaufen. Das ist natürlich von selbst. So. Überall noch einen schönen riesigen Teppich reinlegen. Oh, das sieht natürlich ziemlich nice aus. So. Wir können jetzt ein bisschen reinstellen. Halt noch ein. Ja. So. Die Pflanze hier ran. Doch, von Schreibtisch haben wir noch Platz. Für einen Schreibtisch haben wir noch Platz. Haben wir noch einen guten. Also, so assi sind wir nun nicht. Okay, wir drehen immer. So. Einen kleinen Schreibtischstuhl war natürlich ideal. Gibt es hier einen Drehstuhl? Ist ja kein. Ist ja kein Computerstuhl? Hier ist was. Oh, das sieht nicht schön aus. Da. Ja, 800. 800 für einen Stuhl? What? Ja, gut. Dann bleibt jetzt nur noch für einen kleinen Computer was übrig. So. Nein! Was tust du? Was tust du? So. Unsere Bude ist eingerichtet. Und wie wir in dieser Bude leben, das mit dem nächsten Teil von Die Sims 2 mit Bubka Müller. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, liebe Leute.